der Alexander Helmich. Ich grüße euch heute ganz herzlich hier aus meinem Büro. Schon eine komische Situation, aber ich habe extra aufgeräumt für euch und hoffe, dass ihr ja ein Stück mitkommen könnt, dass ihr ein Stück innerlich mitgehen könnt, hier jetzt mit den Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Und es ist ja gerade für Menschen, die krank sind, eine ziemlich schwere Zeit. Gerade die Menschen, die depressiv sind oder depressiv veranlagt sind, die leiden gerade in dieser Zeit jetzt enorm. Und viele suchen vielleicht ihren Ausweg in Alkohol oder in Drogen oder Schlimmeres. Und man kann sich schon mal fragen, was ist jetzt eigentlich gerade, was wirklich hält? Und so wollen wir uns heute die Frage stellen, was ist der Sinn für mein Leben? Wozu lebe ich? Das ist so das Thema über die Predigt, die ich euch heute mitgeben möchte. Wozu lebe ich? Und ich habe mir überlegt, ich mache das so, dass ich euch ein Bild mal und ihr könnt dann einfach zugucken und ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dabei, weil erst am Ende könnt ihr das komplette Bild sehen und merkt dann, was ich mir dabei gedacht habe. Es kommt so ein kleiner Aha-Effekt. Gut, es war schon eine Weile her, da habe ich mich mal eine Umfrage gemacht. Eine Umfrage in einem Einkaufszentrum. Danach war ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das überhaupt erlaubt war, aber jedenfalls, ich hatte einige Gespräche und zwar habe ich die Leute gefragt, was ist der Sinn für dein Leben? Und während ich so gesammelt habe, habe ich dann nebenbei aufgeschrieben und da haben manche gesagt, ja, ich will viel Geld verdienen, ich möchte einen guten Job haben, wo ich erfolgreich bin, ich möchte Familie haben, möchte mit Freunden ausgehen, ich möchte ja einfach ein gewisses Polster haben an Geld, an Rücklagen bilden. Und ich denke, das ist eigentlich auch so ganz üblich. Also das ist das, was viele sich wünschen. Rücklagen, eine Familie, glücklich sein, vielleicht noch ein paar coole Partys haben. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo vieles davon nicht geht. Wir können nicht reisen, wir haben eine Kontaktsperre, wir dürfen uns nicht mit Freunden treffen, also nicht verreisen, nicht mit Freunden treffen. Viele haben jetzt Kurzarbeit, also das Geld ist auch weniger geworden. Und da kann man schon mal ins Zweifeln kommen und sich fragen, ja, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich? Wozu lebe ich? Und ich möchte euch zwei Leute vorstellen. Zwei Menschen, die unterschiedliche Lebenseinstellungen hatten. Also der eine, der war Christ, der hat auf Jesus Christus vertraut und hat sich nach dem gerichtet, was die Bibel sagt. Und der andere, den werde ich dann auf der Seite skizzieren, der hat sich mehr um sich selbst gekümmert. Und zwar, also unser großes Thema heute, wozu, ich hoffe, ihr könnt es lesen, wozu lebe ich? Wozu lebe ich? Das ist die große Frage und wir wollen uns wozu lebe ich? Und dazu wollen wir uns zwei Personen anschauen in der Bibel. Und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Und wir befinden uns also gerade auf der Missionsreise. Paulus ist unterwegs, hat Großartiges erlebt. Er war in Philippi, hat mitbekommen, wie er die erste Frau zum Glauben gekommen ist. Dann ist er weitergereist. Zwischendrin gab es noch Gefängnisaufenthalt und so weiter. Hat viele Menschen getroffen. Irgendwann kommt er nach Ephesus und in Ephesus ist er längere Zeit und erklärt den Menschen, was es heißt, Christ zu sein. Versucht ihnen das Evangelium vorzustellen,
möchte gern Ihnen Jesus lieben machen. Sie kennen noch nicht wirklich viel aus der Bibel und deshalb stellt er Ihnen Jesus, den Gekreuzigten, vor. Und es passiert Großartiges in Ephesus. Vielleicht muss man auch wissen, Ephesus ist damals nicht einfach nur eine Stadt gewesen, irgendeine x-beliebige Stadt, sondern es war schon ein kulturelles Zentrum. Also viele Menschen sind dorthin gekommen. Es ist eine Hafenstadt, also man konnte mit dem Schiff in den Hafen von Ephesus kommen und dann ging die Straße gerade hoch in die Stadt nach Ephesus. Und dort oben, also die Straße ging gerade hoch, kann man heute noch sehen, wenn ihr noch mal in der Nähe seid, müsst ihr da unbedingt hin. Die Straße hoch und oben war der fette Tempel, der Tempel der Artemis. Und dieser Tempel, der hat natürlich einige Bedienstete gehabt und es gab da auch eine Gruppe Menschen, die so kleine, wir würden heute sagen, Souvenirs gemacht hat. Also die haben kleine Tempel-Nachbauten hergestellt aus Silber und das konnten die Leute dann, die Touristen oder die durchgereist sind, sich als Andenken mitnehmen und konnten dann zu Hause auch ihrer Artemis gedenken. Und in Ephesus gab es aber, weil es so eine kulturelle Stadt war, gab es auch noch viel anderes Zeug und waren viele Leute, die Zauberei getrieben haben, also richtig mit dem Teufel im Pakt, Zauberei, also jetzt keine Tricks oder sowas, wie man es vielleicht von den Straßengauklern kennt, sondern Zauberei. Und diese Leute, die haben ihr Wissen aus Büchern gehabt, da standen wahrscheinlich so Zauberformeln drin und Rituale, wie sie was zu machen haben, so genau weiß ich das nicht. Aber diese Bücher, die waren enorm wertvoll. Und diese wertvollen Bücher, also das waren Bücher, wenn man das umrechnet, waren das vielleicht 6 oder 8 Millionen Euro heutzutage, so grob überschlagen. Und da haben die ein großes Feuer gemacht und haben die ganzen Bücher verbrannt. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber die haben das gemacht. Und wenn man das sich überlegt, was das für ein Berg war, den sie da verbrannt haben, da merken wir schon, oh, in der Stadt, da war richtig viel los. Das war eine explosive Stimmung in der Stadt. Und das waren einmal die Zauberer, die sich zu Jesus bekannt haben und gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Und dann gab es noch die, ich habe sie schon erwähnt, die für den Tempel oder mit dem Tempel zusammengearbeitet haben, um dann diese kleinen Souvenirs, diese kleinen Tempel aus Silber da herzustellen. Und jetzt kommen viele Menschen zum Glauben und sie merken, boah, wenn die jetzt alle zum Glauben kommen, dann will ja niemand mehr unsere Andenken kaufen. Und so sagt der eine Mann, Demetrius, wir müssen da eingreifen. Und er ist da nicht zimperlich. Und zwar geht es ja um sein Bestes. Es geht um sein Bestes, was er hat. Und das Beste, was er hat, das ist sein Geld. Und sein Geld steht in Gefahr, abhanden zu kommen. Dieser Demetrius, also sein Name, das ist schon wirklich interessant. Demetrius bedeutet nämlich dem Demeter gehörend. Also das ist eine Gottheit auch gewesen, der Demeter. Ihr kennt das vielleicht heute. Es gibt immer noch Demeter Lebensmittel, also es ist eine Kette. Dieser Demetrius hat also Eltern gehabt, die ihrem Kind einen Namen gegeben haben. Ich gehöre dem Gott Demeter. Also das ist schon eine Ansage, das ist schon ein Programm. Und dieser Demetrius, der hat jetzt
um sein Geld gebannt. Und das war, stand also in Gefahr. Auf der anderen Seite, zur gleichen Zeit, war jemand in der Stadt, der hat nicht groß um Geld gebettelt oder sich um Geld Sorgen gemacht. Er hat gearbeitet, er war fleißig, er hat als Zeltmacher gearbeitet. Also er hat nicht für die Campingindustrie gearbeitet, sondern mehr für, vielleicht waren das mehr so Markisen, so Überdachungen. Wenn es da einen Markt gab, dann musste das überdacht werden und diese Überdachungen sind wahrscheinlich irgendwann verschlissen und die mussten neu gemacht werden. Kennen wir vielleicht so von Jahrmärkten oder so, Wochenmarkt. Genau, dieser auf der Seite, ich male heute in blau, das ist der Paulus. Und Paulus, der schreibt mal an die Philipper, dass er eigentlich immer genug hat. Er hat genug, er braucht sich um nichts Sorgen zu machen. Er kann damit umgehen, sagt er zu den Philippern, ich kann damit umgehen, wenn ich mal wenig habe und ich kann damit umgehen, wenn ich viel habe. Weil alles, was ich habe, das habe ich von Christus und er versorgt mich. Demetrius hat sich ums Geld Sorgen gemacht. Und er ist da nicht stehen geblieben, hat nicht gesagt, ah, okay, dann verdiene ich halt ein bisschen weniger, irgendwann wird es auch wieder mehr, sondern es ist so, dass wenn wir drüber nachdenken, wozu ich lebe und ich meinen Sinn in meiner Arbeit festmache und daraus meinen Halt und mein Wert ziehe und das angegriffen wird, dann greift man halt seine Existenz an. Und so war das auch bei dem Demetrius. Demetrius hat dann sich nicht anders zu helfen gewusst, als gewalttätig zu werden. Er lässt die Freunde von Paulus gefangen nehmen. Er wendet Gewalt. Das ist ein bisschen schwierig, aber ihr kriegt das hin. Gewalt an. Also er lässt sie packen, lässt sie ins Amphitheater zerren, packt sie und dann ist er gewalttätig. Paulus hingegen, wir haben das in dieser Geschichte gehört, in Apostelgeschichte 19, ab Vers 23 bis 34 eigentlich, da können wir davon lesen, Paulus, der hat jetzt so eine Angst um seine Freunde. Er hat keine Angst um sich oder dass ihm irgendwas angetan wird. Er hat Angst um seine Freunde. Er ist absolut furchtlos. Er ist furchtlos und möchte gern zu seinen Freunden. Furchtlosigkeit. Furcht, aber bei Paulus war es keine Furcht, sondern er war furchtlos. Und dieser, das ist eine Eigenschaft, die sollten wir auch haben. Wir sollten wissen, wann für uns genug ist. Wir sollten furchtlos sein und auch mal hintreten und sagen, ja, ich bin Christ und ich stehe dazu. Oder sagen, okay, ich möchte gern einen Gebetskreis in meiner Firma gründen oder ich möchte gern einen Schülerbibelkreis gründen, Gebetskreis gründen in der Schule oder sich halt da zu Jesus stellen, wo es geht. Furchtlos sein. Das ist das Gegenteil von gewalttätig. Demetrius war gewalttätig und hat den Freunden von Paulus ein paar auf die Mütze gegeben. Und Paulus wollte ihn hinterher und hat gesagt, oh,
Ich helfe ihnen, ich stehe ihnen bei. Freunde mussten dann kommen und sagen, und auch Beamte haben gesagt, bloß nicht, die lynchen dich, die machen dich einen Kopf kürzer und dann ist es ganz vorbei. Aber Paulus wäre bereit gewesen. Paulus wäre hingegangen und hätte das gemacht. Demetrius wieder, der hält eine große Rede. Und zwar hält er dann eine Rede und sagt, wie groß die Artemis von Ephesus ist und dass man den ganzen Verdienst eigentlich, den ganzen Gewinn von ihr verdanken und so weiter. Und dann sagt er auch, dass diese Göttin, dass man sich um sie kümmern muss. Er sorgt sich, also mit diesem Ganzen, sorgt er sich um einen Götzen. Das können wir uns heute kaum vorstellen, dass man sich um einen Götzen Sorgen machen muss. Also, ich meine, dieser Gedanke in Götze ist ja uns vielleicht auch sowieso ein Stück weit fern. Wir haben jetzt keine Holzklötze, vor denen wir niederknien oder vor denen wir, die wir anbeten oder so, sondern bei uns ist das vielleicht was anderes. In Götze, ich habe mal eine gute Definition gehört, das können Dinge sein, die ich liebe. Wir haben es bei uns im Sprachgebrauch, haben wir das noch. Wir können zum Beispiel unsere Freundin abgöttisch lieben. Also dann wird sie zu einem Gott für uns. Oder manche lieben ihre Kinder abgöttisch. Also Liebe kann so pervertiert werden, so schlimm werden, dass sie den Menschen, der geliebt wird, an die Stelle von Gott stellt. Und der Gedanke der normalen Liebe des Nächsten kippt und die Person kommt bekommt den Platz Gottes zugeschrieben. Kann man sich kaum vorstellen. Aber auch Dinge, die uns Sicherheit vermitteln. Demetrius hat das Geld Sicherheit vermittelt. Und so setzen viele ihr Vertrauen, ihre Hoffnung, ihre Sicherheit in Geld, wo sie denken, ja Gott, der Gott des Geldes, der versorgt mich. Wenn ich da ein Polster habe, kann mir nichts passieren. Und zum Dritten können es natürlich auch Dinge sein, die ich ehre. Also das kann meine Clique sein, zu der ich gehören will. Man legt den gleichen Gang an den Tag, man kleidet sich gleich, damit man dazugehört. Man muss das gleiche Smartphone haben, man muss irgendwie dazugehören. Und solche Dinge, die mir Ehre geben, die mir Sicherheit geben oder die ich abgöttisch liebe, das können Götzen werden. Genau, das gehört hier rein. Ein Götze, das habe ich jetzt erklärt, was es ist. Götze. Bei Paulus, er hat nicht für seine Götzen vorgesprochen, sondern Paulus hat eigentlich gegen alle Menschen, und jetzt hier in unserem Fall, da hat er sich drum gekümmert, wie es seinen Freunden geht. Er wollte ihnen gut zureden, er wollte ihnen beistehen. Er hat seine Mitmenschen geliebt und er hat eigentlich ging immer gutes Reden von ihm aus. Gutes Reden. Reden. Genau. Ich versuche ein kleines Herz zu malen für gute Sachen reden. Ich rede Worte der Liebe und dafür hat Paulus sich groß gemacht. Und dann gibt es noch bei Demetrius eigentlich eine Sache, um die er sich permanent gedreht hat. Es ging ihm um sein Geld. Er hat alles daran gesetzt. Also es ging dem Paulus die ganze Zeit
um sein großes Ich. Also der Demetrius hatte Angst, dass er seine Arbeit verliert, dass die Leute ihn nicht mehr achten. Es ging ihm immer um sich, um sein Ich. Paulus dagegen, er ist ganz anders. Er macht sich nicht groß, stellt sich nicht in den Mittelpunkt und sagt, hier, ich toller, sondern Paulus macht sich ganz klein. Er sagt einmal, er ist der Geringste von allen. Ganz klein macht er sich. Klein. Und wir sehen schon, die Dinge, die stehen sich komplett gegenüber. Er macht sich klein, er macht sein Ich groß. Er kümmert sich um seine Götzen, er ist gewalttätig um sein Geld. Und Paulus sagt, ja, ich kann auch genug haben, ich kann auch mit wenig auskommen. Und wozu lebe ich? Demetrius hat für sich gelebt, für sein Geld, für dass es ihm gut geht. Und Paulus hat für den Nächsten gelebt. Er hat den Nächsten gesehen, er hat ihm gut zugesprochen, stand ihm bei und konnte sich auch selbst zurücknehmen. Und vielleicht habt ihr das schon erkannt, was ich mir hier gedacht habe, was ich hier euch zeigen wollte, weil das ist eigentlich das Programm. Und zwar, der eine, der kann sein Leben eigentlich damit beschreiben, dass er in einer Rebellion lebt. Er lebt in einer Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion gegen Gott, die haben wir jetzt bei Demetrius gesehen. Seine Hand ist zur Faust geballt. Sie ist voller Aggression. Er ist voller Bitterkeit. Er zerrt die Leute in das Amphitheater, würde sie am liebsten den Kopf kürzer machen. Eine geballte Faust. Und jetzt seht ihr es vielleicht auch hier schon, wie das bei Paulus aussieht. Bei Paulus ist es ganz anders. Bei Paulus haben wir es halt so, dass das Ganze keiner geballten Faust ähnelt, sondern es ähnelt einer offenen Hand. Und diese offene Hand, die erkennen wir bei Paulus in seinem Leben. Er ist dafür da, um anderen Leuten zu dienen, um ihnen Gutes zu tun, um ihnen Gutes zuzusprechen. Und er hat eine offene Hand. Eine offene Hand mit einer geballten Faust kann ich niemand trösten. Mit einer offenen Hand kann ich jemand Trost spenden. Ich lege meine Hand auf die Schulter, sage ihm wertvolle Worte. Wozu lebe ich? Lebe ich für den Nächsten? Lebe ich dafür, dass ich genug Geld habe? Oder lebe ich, dass ich mich mal zurücknehmen kann und sagen kann, okay, das ist genug. Und jetzt ist die große Frage, wie kann ich das verändern? Wie komme ich von dieser Rebellion gegen Gott, von dieser geballten Faust hin zu der offenen Hand? Wie kann ich mich da verändern lassen? Und strenge ich mich da an und sage, okay, wenn das nächste Mal jemand bei mir an der Tür klingelt und gern irgendwie Geld haben möchte, dann gebe ich ihm was. Oder wenn ich es vielleicht nehme ich mich auch mal zurück, ich strenge mich ganz doll an und sage, okay, ich bin nicht ganz so wichtig. Oder wie soll das gehen? Vielleicht habt ihr es schon ein paar Mal probiert, nicht mehr zu streiten, euch selber zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich respektiere und achte den anderen mehr und ihr seid wieder auf die Nase gefallen. Ich denke, das Geheimnis, dass
Das liegt hier drin. Und zwar müssen wir uns verändern lassen. Wir können das nicht aus uns selbst heraus. Wir dürfen etwas in Anspruch nehmen. Wir dürfen die Tat von Jesus in Anspruch nehmen. Jesus hat was Wunderbares getan. Er hat uns den Weg frei gemacht zum Vater. Er hat uns von dieser Rebellion gegen Gott hat er uns befreit. Er hat uns von der Knechtschaft der Sünde, sagt die Bibel, befreit hin zu seinem Licht. Also er hat uns von dieser Seite der Dunkelheit, der Rebellion gegen Gott freigemacht und gibt uns die Möglichkeit, Menschen mit offenen Händen zu werden. Aber wir können uns das nicht von uns heraus alleine tun, sondern diese Veränderung geht eigentlich nur über das Kreuz. Wenn ich sage, okay, Herr Jesus, ich möchte gern frei werden von dieser Gewalt. Ich möchte gern von meinem eigenen Ich frei werden. Ich möchte nicht mehr mein Geld lieben, sondern ich möchte dich an erster Stelle von meinem Leben haben. Dann musst du zum Kreuz kommen. Du musst Jesus Christus annehmen und sagen, okay, ich möchte gern, dass du mich frei machst. Ich möchte das, was du am Kreuz von Golgatha für mich gemacht hast, möchte ich in Anspruch nehmen. Ich möchte gern, dass du mein Herr und mein Gott wirst. Und dann kann ich diese Frage richtig beantworten. Wozu lebe ich? Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe, damit ich Gott die Ehre gebe. Ich kann dann mit meinem Reden Gott die Ehre geben. Ich kann dann mit meinem Geld Gott die Ehre geben. Ich kann dann mit dem, was ich tue, Gott die Ehre geben. Und so kommen wir von der Rebellion gegen Gott hin zu einem Sein mit einer offenen Hand, der den Nächsten sieht, der für Gott da ist, sein Leben für ihn und zu seiner Ehre lebt. Und das geht nur übers Kreuz, nur über Golgatha. Und das finde ich eigentlich klasse, dass man so eine alte Geschichte von Demetrius und Paulus in Ephesus aus der Apostelgeschichte hier ganz aktuell in unsere Zeit hinein sehen können, wozu lebe ich? Ich lebe, damit ich Gott die Ehre gebe. Und da hat uns Paulus ein wunderbares Vorbild gegeben. Und das wünsche ich euch, dass ihr da ein Stück mitgehen konntet, dass ihr das verstehen konntet, dass ihr dadurch gesegnet seid. Amen.